Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman. Ich bin zurück mit einem neuen PSA Grading Reveal. Also nochmal eine dicke Submission zurückgekommen von PSA. Und wir fangen wie immer ohne Umschweife an und haben als erstes den Dominik am Start. Der Dominik hat zwei Karten zurückbekommen und das ist einmal auf 25. Ihr seht schon, es ist Optik. Das ist Aaron Thompson mit dem Fast Break Pink Autograph. Und hier gab es eine PSA 10. Super nices Ding. Glückwunsch, lieber Dominik. Und deine zweite Karte ist einmal Steph Curry. Da hinten sieht man es auch schon auf 10 aus Donruss Elite Series Gold. Sieht auch super sick aus. Und auch hier gab es eine PSA 10. Richtig schöne Karte. Glückwunsch, Dominik. Dann geht's weiter mit dem Fabian. Und der Fabian hat einmal was auf 25 zurückgekriegt aus Select. Das bedeutet Tie-Dye. Und das ist Joel Embiid, Unstoppable. Hier gab es eine PSA 9. Auch sehr schöne Karte. Dann haben wir als nächstes den Stefan mit ein paar Karten. Unter anderem Harry Kane. Einmal Harry Kane Autograph Blue auf 49 aus Topps Deco. Hier gab es eine PSA 7. Und weiß nicht genau, was da das Problem war. Dann haben wir eine Eishockey-Karte, seltener Gast. Jason Robertson, Rookie Autograph aus OPG. Und hier gab es eine PSA 10. Sehr schön. Glückwunsch dazu. Dann haben wir eine Uno de Uno. Und es ist eine Nebula One of One aus Mosaic. Damals aus meinen Breaks gezogen. Jahre später jetzt eingereicht. Mega nices Ding. Und hier gab es eine PSA 10. Brutal. Glückwunsch, mein Lieber. Richtig schön. Dann haben wir als nächstes Devin Cook. Und das ist ein Canvas Creations Autograph auf 25. Immer sehr tough zu graden, impeccable. Aber hier gab es eine PSA 10. Also mega nice. Glückwunsch, mein Lieber. Richtig schönes Ding. Und dann kommen wir einmal zum Tobias. Und der Tobias hat drei Karten zurückbekommen. Und da haben wir einmal auf 20. Miles McBride mit dem On-Card Autograph, mit dem Contenders Blue Shimmer First of the Line Autograph. Brutales Color Match. Hier sieht richtig nice aus. Und hier gab es eine PSA 9. Glückwunsch dazu. Wir haben nochmal Miles McBride. Und das ist jetzt ein Purple Retail Sticker Auto aus Optik. Hier gab es eine PSA 7. Auch da Centering ist natürlich brutal off-center, oben, unten. Aber ansonsten weiß ich auch nicht, was da jetzt dann eine 7 geworden ist. Aber das müsst ihr ja natürlich selbst am besten wissen, wenn ihr euch die Karten vorher angeschaut habt. Wir haben einmal Jalen Brunson, White Prism auf 10. Auch ein schönes Jersey-Color-Match hier. Und da gab es eine PSA 10. Glückwunsch dazu, Tobias. Und wir machen weiter mit dem Sascha. Der Sascha hat zurückbekommen. Müsste aus dem Jubiläumsbreak hier gewesen sein. Einmal SGA. Mit der Rookie aus Certified, aus einem Luca-Hand-Video müsste es gewesen sein. Aus einem Luca Doncic Rookie-Hand-Break müsste es gewesen sein. Und hier gab es eine PSA 10, das ist natürlich fresh. Glückwunsch dazu. Und dann haben wir LeBron James mit dem Artistic Selections Case-It. Sehr sweet aus Select H2. Und hier gab es eine PSA 9. The King is in the house. The King is in the house. Und dann kommen wir zum Thomas, Thomas Kröll. Und er hat einmal eingereicht eine Wemby Optic Base. Gab eine PSA 10. Muss natürlich sein, wenn man so eine Karte einreicht, hat funktioniert. Und dann haben wir hier die Vortex Fractal. Wieder Wemby aus Revo. Und hier gab es ebenfalls eine PSA 10. Glückwunsch, Thomas. 2 aus 2. So soll es sein. Und dann kommen wir einmal zum nächsten Stapel. Und da fangen wir mit dem Alexander an. Der Alex hat eine Karte zurückbekommen und das ist gut auf 75. Fastbreak Red, auch hier schönes Color Match wieder. Rated Rookie. Und hier gab es eine PSA 10. Glückwunsch, Alex. Nächster ist der Andreas. Und der hat einmal ein paar Fußballkarten zurückgekriegt. Und zwar Federico Valverde, Gold Wave auf 10. Aus unserer Lamine Jamal Rookie Hand. Hier gab es eine PSA 7 leider nur. Und Karte Nummer 2 war auch die wichtigere. Einmal auf 49. Arda Güler mit dem Field Level Orange. Und hier gab es eine PSA 10. Glückwunsch, Andreas. Und dann haben wir den Florian mit zwei Stickern. Und Sticker Nummer 1 ist Michael Schumacher. Ist ja mittlerweile ein bisschen neuer, die neue Variante hier, wie die Sticker da eingepackt werden beim PSA, gefällt mir so auf jeden Fall besser. Köln sammeln Köln. Hier gab es eine PSA 8. Ich denke, PSA 8 ist bei so einem Sticker immer sehr nice.
Schumi und dann haben wir Messi mit einem, auch mit einem Sticker 2006, Panini-Sticker, Weltmeisterschaft. Und auch hier gab es eine PSA 8. Dann haben wir zu guter Letzt einmal Weltmeisterschaft wieder. Und das ist ein Stück von Franz Wagners Hose auf 100 mit einem kleinen hier Two-Color. Mit dem K aus von Peak, vom Trikotsponsor, vom Trikothersteller müsste es sein. Und hier gab es tatsächlich eine PSA 10. Also brutales Ding. 10er Grade hier drauf. Bin ich auf jeden Fall ein bisschen jealous drauf auf die Karte. Sehr schön. Glückwunsch dazu, Florian. Und dann haben wir den Gregory mit ein paar Karten. Und das sollte alles Wemby sein. Wir starten mit einer Wemby Prism Base. Und da gab es eine PSA 10. Glückwunsch, Gregory. Und da haben wir einmal Rookie Stufe 1. Rookie Stufe 2 kommt später auch noch hier. Und auch hier gab es eine 10. Sehr schön. Dann haben wir wieder Prism. Und das ist einmal Pink Ice Wemby. Cracked Ice geht immer, Leute. Auch hier gab es eine 10. Glückwunsch, Gregory. Wahnsinn. Mega nice. 3 aus 3 bisher. Bleibt nicht so, leider. Wir haben eine Fractal Wemby. Und hier gab es eine PSA 9. Paperkarten natürlich immer tough zu jammen. Und dann haben wir aber eine weitere Paper. Und das ist die Rookie Stufe 2. Ebenfalls Court Kings. Und da gab es eine 10 wieder. Sehr nice. Wir bleiben bei Wemby, einmal eine Orange aus Darnos Elite. Und da gab es eine 9. Und eine weitere haben wir noch. Und das ist einmal eine Blue Silver aus Retail. Und Premier Level ist es. Und auch hier gab es eine 10. Also mega nice. Gute Grades bekommen, Gregory. Glückwunsch dazu. Sehr, sehr schön. Dann haben wir als nächstes den Stefan. Und der Stefan hat einen The Rock Case zurückbekommen. Einmal das Main Event aus Chronicles und da gab es eine PSA 9. Einfach eine brutal schöne Karte. Junge, Junge, Junge. Dann haben wir den Josef. Only France. Einmal auf 8. Und zwar Titan Goldscope FOTL. Und hier gab es eine PSA 10. Glückwunsch, Josef. Sehr sweet. Und dann haben wir als nächstes einmal Contenders. Und das ist nicht Contenders, Chronicles. Chronicles Draft Picks. Gold auf 8, sehr schönes Ding, Gala und hier gab es eine PSA 8. Also auf 8, PSA 8. Nimm mal mit, Josef, nimm mal mit. Und dann haben wir den Panayotis mit einer brutalen Karte, die wir gezogen haben. Und zwar einmal Brandon Pojamski, Contenders, Gold, Season Ticket, mega nice Ding. Und hier gab es eine PSA 9. Glückwunsch, Panayotis, einfach eine brutal schöne Karte. Und dann haben wir eine One-of-One für Yannick. Und das war Joe Holiday. Haben wir auch bei mir gezogen im Break. Opti-Graphs, richtig sicke Karte. Junge, 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 Junge. Und es gab eine PSA 10. Brutal. Mehr geht nicht, Yannick. Mehr geht nicht. Glückwunsch, Yannick. Und dann kommen wir zum letzten Stapel. Das war immer ein bisschen längeres Review-Video. War eine große Submission nochmal zum Schluss. Was jetzt zurückkommt, ist dann nur noch BGS, größere Geschichten und ein paar einzelne Karten. Wemby auf 99 für Lukas und hier gab es eine PSA 9, sehr schön, immer gut bei nummerierten Paperkarten eine 9 zu kriegen, 10 super schwer. Und dann haben wir Bilal Coulibaly auf 8, Donruss Optik, Black and Gold Choice, brutale Karte, hat mir schon im Stream revealed die Karte und da gab es eine PSA 10, brutales Ding, Glückwunsch dazu, auch eine nice Karte, die wir bei mir gezogen haben mal. Richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Und auch die natürlich, aber es hat ein bisschen gedauert, bis sie zum Graden gekommen ist. One of One George Pickens. Glückwunsch, Niklas, zu einer PSA 10. Brutal. Mega nice. Richtig, richtig sickes Ding. Und dann haben wir den Patrick. Einmal mit dem Ant-Man auf 35. Mit dem Impressionists Inc. Violet Autograph. Hier gab es eine PSA 8. Autograph hat eine 10 bekommen. Die ganzen mit den Auto-Grades haben richtig lang gedauert dieses Mal. Brutal, ich weiß nicht, was sie da getrieben haben. Wir haben Jalen Green, Fastbreak Autograph aus Prism 2023-24. Und hier gab es eine PSA 10, eine Doppel-10. Glückwunsch, Patrick. Und dann haben wir einmal den Björn. Und der Björn hat zurückbekommen einmal John Stockton auf 5. Virtuose Autograph aus Immaculate. Und da gab es eine PSA 8, Autograph mit einer 10. Und dann haben wir einmal Nick Gonzalez mit dem Topps Tribute Autograph auf 99. Auch sehr schönes Ding. Und da gab es die Doppel-10. Also nice. Glückwunsch dazu, Björn. Richtig sweet. Und
Und dann kommen wir zum Nils. Der Nils hat zwei schöne Karten zurückbekommen. Einmal Kate Cunningham mit dem Pan Pals Blue auf 35, 22 von 35, Doppel-Jersey-Number. Und hier gab es eine PSA 8. Pan Pals auch immer sehr schwer zu graden. Und dann kommen wir zum richtigen Banger. Eine Downtown, eine Rookie-Downtown von Kate. Und es gab eine PSA 10. Glückwunsch, mein Lieber. Wahnsinn, Wahnsinnskarte. Richtig, richtig nice. Wo steht's? Und dann kommen wir zum letzten Stapel für dieses Video. Wir haben den Daniel ebenfalls direkt wieder mit einer One-of-One. Ganz schöne One-of-One-Dichte hier in dem Video. Jeremy Penny auch bei mir im Break gezogen. Und hier gab es die PSA Doppel 8. Und dann haben wir die Bill Samuel. Einmal Flawless auf 10. Sapphire, Rookie Autograph, Debo Samuel. Und hier gab es einen neuen Autograph mit einer 10. Dann haben wir Scotty Pippen mit einem Autograph. Und das ist auf 49 aus Panini Marquis. Election Night. Und da gab es eine PSA 6. Autograph hat eine 9 bekommen. Und zu guter Letzt wieder bei mir gezogen. Super Futures Autograph Gold auf 50. On Card aus Topps Chrome Black. Richtig, richtig schönes Ding hier. John Walker. Und da gab es die Doppel 10. Glückwunsch, Daniel. Das war's für dieses Video, liebe Leute. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Wenn auch nicht, dann lasst trotzdem auch einen Kommentar da. Abonniert gerne den Kanal, schaut auf BrickmanBreaks.de rein für Group Breaks und alle möglichen anderen Sachen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Brickman Breaks.